willkommen bei Lighty Dabby Fies Fan Dub Super Challenge. Und ja, ich spiele die Story in der Rolle des Menschen oder weiblichen Charakters. Und ja, ich könnte es ja gerade nicht so lesen, aber ist egal. Ja, ich werde 4000 D-Mark einziehen. Oh Gott, da fängt er gut an. Alle, ich bin Jojo übrigens. Statt die Liebesengel und auf die zauberhaften Vier zerschmettert sie alle! Oh, das werde ich niemals zulassen! Wie kannst du das so diesen armen Menschen antun? Sie haben dir schließlich nichts getan! Ich habe unendlich lange Beine und ich weiß gerade nicht, was ich noch sagen soll. Aber eins ist klar, ich werde es nie zulassen, dass du diese Welt an dich nimmst, solange ich hier bin. Denn ich bin Wedding Peach und ich bin jetzt ernsthaft etwas verstimmt. Nee, jetzt verstimmt. Du hast es mir gestohlen, um dein Pokémon zu retten. Jetzt ist es nur noch ein Schrotthaufen. Kein Wunder, dass es deinem Pokémon so... Oh mein Gott! Ist alles in Ordnung mit dir? Ich brauche deine Hilfe nicht, aber das Fahrrad wirst du mir bezahlen, hast du verstanden? Aber ich habe kein Geld. Ich habe mein letztes Geld für diese Mütze ausgegeben. Und... Lass das, das ist doch nur eine lahme Ausrede. Ich will sofort ein neues Fahrrad haben, verstanden? Ist ja schon gut. Ich versuche das Geld auszutreiben. ja. Na, du kleiner Vogel? Ich wünschte, ich könnte auch so fliegen wie du. Warte doch! Bitte Leute, kommt in unseren neuen Laden! Es gibt Kekse umsonst! Und ja, ich habe ein Hasenkostüm an! Ich verstecke Ostereier nur für euch, also kommt bitte! Oder wollt ihr nicht hier das neue Angebot sehen? Es gibt Ostereier! Was noch? 10 Ostereier für 1 Euro! Los, schlag zu! Danke! Kommt schon! Oh. Fail! Mux, Ente, das ist ein Überfall. Hörst du das auch? Oh mein Gott, da ist jemand im Gebüsch, ein neuer Freund. So, hallihallo, ich bin Jojo. Wie geht's, wie steht's, altes Häuschen? Na, was tust du denn hier? Hängst du ein bisschen rum? Nimm Lean ab, oder ich frikassier dir die Federn. Aber, lass uns doch einfach Freunde bleiben. Guck's dir an, bin ich nicht super gut. Im Mülleimer habe ich Klamotten versteckt. Du gibst mir alles? Echt? Wir sind jetzt beste Freunde? Los, her damit. Ich hab ja Gold, das liebe ich nur. Gold? Ich wollte dich ja in Ruhe lassen, aber ich kann nichts anderes dafür. Ich habe schon so lange niemanden kennengelernt und bang, bang, will jemand erschießen. Bitte nicht schießen. Puh, na, wie war ich? Mädchen, wacht auf. Ich muss euch etwas Wichtiges zeigen. Was gibt's denn schon so spät? Das ist Powerpuff Dynamo. Ich hab sie gebaut. Oh mein Gott, die ist ja groß. Dynamo? Ja, Dynamo besteht aus Dynamonothek und keine Ahnung, das kann ich nicht mal lesen, aber das ist Dynamo. Sie hat eine Riesenschleife und ist es auch ein Powerpuff Girl. Sie hat Klamotten aus Metall und kann sich zusammenräumen wie ein Sandama. Hat übrigens Fingerspitzen wie Raketen, kann boxen, hat grüne Augen, kann treten, hat trotzdem ein Kleid an. Und sie ist einfach eine super Waffe, kann ihre Zöpfe drehen, weil da Kanonenkugeln drin sind. Also wenn sie nicht toll ist, weiß ich es auch nicht. Oh ja. Sie ist über 50 Meter groß und sie wird uns alle umbringen. Kennst du diesen Decastelak-Typen? Hä? Geh nicht dorthin, Jade. Ach, es riecht nicht nach einer Falle. Bist du loco? Ist so dumm zu vorlesen. Wir brauchen Dineros, um uns vor diesen stinkigen Doms zu schützen. Keine Sorge, Paige. Wenn du nicht willst, gehe ich allein.
Nein, es ist okay. Gehen wir halt zusammen. Aber ich bleibe in deiner Nähe. Ob es dir passt oder nicht. Sekunde, check den Computer und zieh dir die Informationen runter. Da kannst du es dir ansehen, Jade. Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen. Wenn ihr mich nicht hättet, würde ihr alles auseinanderfallen. Oh. Hallo, Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Hätte besser sein können, Professor. Gebe ich zu. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Ich kann auch gefährlich werden. Ich habe eine Waffe unter meinem Kleid versteckt. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Danke. Oh Gott. Was denken Sie, wenn Sie dieses Bild sehen? An Reinheit und Fruchtgummis. Aha. Und warum? Weil ich es gemalt habe. Zusammen mit einem Gummibärchen. Interessant. Haribo macht Kinder so und die Erwachsenen ebenso. Und du bist von Tee online. Habe ich nicht schöne pinke Haare und dazu eine blaue Mütze und ein weißes Jackett. Rundherum drehen, einmal nochmal nachschminken, grinsen, Jacke zu machen. Stimmt. Dankeschön. Infos www.t-online.de. .de. Ist klar. Ein Gefühl wie eine zarte Kuscheleinheit. So sanftig weich zu der Haut. Blender Made Message. Jetzt nur in ihrem Drogeriemarkt. Damit kann man auch ihre Füße putzen. Und ihren Daumen. Du hast die neue Blender Made Message. Oh Gott. Jetzt gibt's. Also. Sorry. Jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Ja. Liebe, verabscheuen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse und James. Team Rocket so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miauts, wir genau. Was? Oh Gott. Dam, 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 da, dam. Ich spiel Mario World und bin ein Yoshi. Hab einen italienischen Klempner auf dem Rücken. Ich muss zum Arzt. Mein Rücken tut mir weh. Wenn ich Gegner esse, kann ich vielleicht auch fliegen? Was ist das denn für ein Spaß? Jetzt geht die Party los. Kommt schon, Leute, macht alles mit. Oh. Na, 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 na. Ich kann fliegen. Hab so ne Mütze dafür auf. Kann fliegen. Bin Hermes der Götterbote und ich mache die Gegner platt. Hoffentlich werd ich nicht abgeknallt, weil man mich für eine Ente hält. La 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 la, die Flügel stehen mir. Ich seh aus wie The Legend of Zelda. La la la, ich mach dich platt. Ich bin hübscher als Peach und meine Stimme versagt. Na 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 na. Komm, 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 komm. Ich mach dich platt, mach dich platt. Mach, mach, mach dich platt, mach. Eine Sturzlandung, damit ich die Welt auslösche. Eine Sturzlandung.
Mit. Na, bist hier, hab eine Harfe. Spiel dir das vor, du kannst zurückgehen. Du bekommst davon nur Ohrenschmerzen. Und was soll ich sagen, ich bin grad zu gut drin. Oho, es gibt Bonuspunkte, dass ich weitermache. Und ansonsten hoffe ich, dass die Clip-Auswahl gut war. Naja, XD, wir tanzen herein. Ich will ein Bienchen bekommen. So, und jetzt nochmal, weil es so schön war. Tanzen wir, singen wir, einfach die Welt in Grund und Boden.